Wollen Sie sich zunächst einmal bitte vorstellen und was Sie machen? Ja, gerne. Mein Name ist Stefanie Wiedemann. Ich bin die Nachfolgerin der Unternehmensgründer Karl und Carla Wiedemann, die gemeinsam mit Herrn Rainer Reichert unser Unternehmen vor über 40 Jahren gegründet haben. Danke. Also, dann würde uns zum Thema Nachwuchs einmal interessieren, wie in Ihrem Unternehmen die Nachwuchsförderung aussieht. Ja, die Nachwuchsförderung ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt von Anfang an. Bereits die Unternehmensgründer haben erkannt, dass die Nachwuchsförderung der Schlüssel zu einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmenspolitik ist. Unsere Auszubildenden im eigenen Haus sind auch seit vielen, vielen Jahren in bester Betreuung und sehr erfolgreich. Wir haben also das Glück, auch mehrere Auszeichnungen mit und für unsere Auszubildenden erhalten zu haben. Nun befinden wir uns hier auf der IFAD und da würde uns interessieren, wie wichtig Ihnen die IFAD als Aussteller ist und welche Innovationen und Produkte Sie dieses Jahr ausstellen. Die IFAD ist für uns die internationale Plattform. Sie ist und bleibt die größte Umweltmesse der Welt und diesen Ruf hat sie auch und deswegen ist sie auch attraktiv genug, um das internationale Publikum hierher nach München zu bringen. Das freut uns besonders, weil wir dadurch die Gelegenheit haben, auch neue Kontakte zu knüpfen, neue Märkte zu erschließen. Nun sind Sie ja auch Mitglied des VRKs und nehmen Sie in dem Zusammenhang auch an der Trucks in Action Show teil? Wenn ja, was präsentieren Sie dort? Ja, wir präsentieren dort zwei moderne Wasserrecycling-Fahrzeuge. Das ist der hauptsächliche Fokus unseres Unternehmens, das Hauptstandbein, Produkte mit Wasserrecycling. Das war auch die Idee der Unternehmensgründer. Auf diesem Fahrzeug, das wäre vielleicht noch erwähnenswert, haben wir ein ganz besonderes Messe-Highlight, einen 360-Grad-Ausleger Spectro mit unserer sehenden und schwebenden Kameradüse kombinierbar zu verbinden, aber auch im Solo-Betrieb mit den liegenden Haspeln, beide im Schwerpunkt des Fahrzeugs angeordnet, sodass wir auch hier eine Technik bieten, die höchste Flexibilität und Variabilität und natürlich Komfort im Bediensegment bietet. Abschließend im Bereich Zukunft würde uns noch interessieren, wo Sie Ihr Unternehmen in den nächsten 10 Jahren sehen. Wir sehen unser Unternehmen nach wie vor in der Branche als Technologieführer, vor allem im Bereich Wasserrecycling. Wir sehen uns weiterhin herausgefordert, neue Entwicklungen zu machen, die den Umweltaspekt immer mehr, noch mehr in den Mittelpunkt unseres Handelns setzen und natürlich auch den Mensch entlasten. Und somit haben wir auch dieses Mal noch ein weiteres Messe-Highlight, nämlich unsere V-Control und Datanet-Steuerung, die es ermöglicht, eigentlich die Digitalisierung in unserem Bereich auch weiter aufzunehmen. Wir haben ein Auftrags- und Spüldatenmanagement dadurch, das natürlich den Bediener entlastet, aber auch den Umweltgedanken enorm fördert, indem es einfach das Gerät so nachhaltig macht, dass wir Kraftstoff und Sprit einsparen und auf Dauer einfach viel effektiver und viel ressourcenschonender arbeiten können, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ja, ich bedanke mich ebenso. Vielen Dank.